Lektion 67. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Da gibt es einen jungen Mann, er hat keine Arme und er hat keine Beine. Ich glaube, er heißt Jukčović oder ähnlich, du wirst ihn kennen oder nicht. Spielt eigentlich auch keine Rolle, wie er heißt. Aber was er tut, ist interessant. Keine Arme, keine Beine. Und er steht auf einer Bühne und erklärt jungen Menschen, wie das Leben funktioniert. Er steht in Firmen auf der Bühne und erklärt den Leuten, wie Führung funktioniert. Er ist schätzungsweise 30 Jahre alt und steht auf der Bühne und erklärt Menschen, dass die Angst die größte Behinderung ist, die es gibt. Und in unseren Augen steht da ein Mann, von dem wir glauben, dass es blöder nicht mehr laufen kann. Ohne Arme, ohne Beine. Und wir sind der Ansicht, es gibt keine größere Behinderung, wie dieser Mann sie leben muss. Und er sagt, die größte Behinderung ist die Angst. Und es ist tatsächlich so, die größte Behinderung ist die Angst. Und du kennst Angst sehr genau. Und solange die Angst in unserem Geist ist, solange können wir letztendlich die Liebe Gottes nicht begreifen. Oder anders ausgedrückt, solange wir an die Angst glauben, können wir nicht begreifen, wie glücklich wir sind. Und wir sind dazu aufgefordert, der Angst ein Nein zu geben. Und sie deutlich aus uns, den Virusangst, den Psychovirusangst nicht mehr in uns, nicht mehr erlauben, dass er in uns Verwüstung anrichten kann. Denn es ist tatsächlich Verwüstung, die stattfindet, wenn wir der Angst erlauben, in uns zu wüten, regelrecht zu wüten. Angst, Schuld, Depression, Krankheit und all diese Dinge folgen daraus. Und im Kurs im Wundern wird uns auch gesagt, dass es nicht länger als eine Minute dauert, die Vergangenheit loszulassen. Und das ist eine Entscheidung tatsächlich. Es ist eine Wahl, die wir zu treffen haben. Wenn du dich in irgendeiner Situation, in der du dich befindest, gerade Angst hast, dann dauert es nicht länger als eine Minute, dieser Angst Adieu zu sagen. Ich wurde gerade vor kurzem mit einer Situation konfrontiert, die hat mich echt überrascht. Hatte ich Steuernachzahlungen von 2010, 11, 12. Wow, das kam so völlig unerwartet in mein Leben hinein. Ich habe mit allem gerechnet, aber nur das nicht. Ich wusste nicht, woher das kommt und wie das geschah und. Es geschah aus irgendeiner Art und Weise und es stand ein Finanzbeamter vor der Türe, der dieses Geld eingefordert hat und bis dahin muss ich es und so weiter. Und auf jeden Fall wurde da eine alte Angst und vor allen Dingen auch Schuld in mir aktiviert, die wusste ich gar nicht mehr, dass die in mir noch lebt, dass die in mir noch da ist. Ich hatte keine Idee, dass diese Schuld und diese Angst noch da ist. Das hat mich wieder in geistig in eine Situation versetzt,
als ich mal eine Zeit lang im Zelt gelebt habe. Plötzlich war dieses alte Wuff, wie so eine alte Klammer, wie so eine alte Kakerlake, hat es mich wieder gepackt und boah, da wirst du wieder hingeschmettert. Und ich habe gemerkt, wie diese Angst beginnt, mich so in meinem Geist auszudehnen, so als dunkles Etwas. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich wusste schon, aber im Augenblick war ich völlig geschockt. Und wie gelähmt, ja, nicht wohnen. Und es haben wieder so die alten Mechanismen beginnen wollen, in mir zu arbeiten. So den Kopf in den Sand zu stecken und hoffentlich ist das alles vorbei und ich bin machtlos, ich bin ohnmächtig und, und. Und da ist etwas von außen, was Macht über mich hat, eine Institution, die mich in den Untergang schmeißen kann und. Vielleicht kennst du das alles auf eine andere Art und Weise. Bei mir war es dieses. Ich erzähle es dir, weil ich dir auch die Lösung anbieten will. Und ich habe all diese Mechanismen auf jeden Fall in mir gespürt und habe mich da wieder in dieser Situation gesehen, im Zelt leben zu müssen und so weiter. Also völlig irrationale, völlig irrational, aber trotzdem ging es ab. Also die Angst war noch da. Und im Kurs im Wundern steht auch, Gott, alles sind Lektionen, von denen Gott will, dass wir sie lernen. Und ich wusste, hey, das ist eine Situation, die deshalb da ist, dass ich sie erneut lerne. Damals war ich nicht in der Situation, sie adäquat anzugehen und sie zu lernen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich wusste, dass ich mich voller Schuld fühle. Ich habe einen Fehler gemacht. Und dann wusste ich auch, ah ja, da geht jetzt dieses ab und jetzt ist das Finanzamt schuld, die Behörden sind schuld. Es gibt eine große Macht da draußen, die mich klein machen und klein halten kann. Und dann habe ich einen etwas ausgedehnteren Spaziergang gemacht und ich habe die Angst immer noch gefühlt. Ich wusste sehr genau, dass sie noch da ist. Und irgendwann kam mir dann die glorreiche Idee und ich habe die Angst gefragt, hey Angst, wo bist du denn? Wo bist du? Zeige dich mir in deiner ganzen Stärke. Zeige dich mir in deinem Ganzen, was du bist. Und ich lief weiter und ich lief weiter und ich musste lachen. Ich musste lachen, lachen, lachen. Und habe festgestellt, dass sie nicht da ist. Und es hat nicht länger als eine Minute gedauert, bis diese vergangene Angst mit der ganzen dazugehörigen Schuld nicht mehr da war. Und ich habe sie somit in mir aufgelöst und dem Heiligen Geist übergeben, weil ich nicht mehr an die Angst geglaubt habe, weil ich ihr gesagt habe, zeige dich mir in deiner ganzen Stärke, in deiner ganzen Macht. Und sie war nicht da. Es war nur ein Denken der Angst. Es war eine Illusion. Aber diese Illusion kann ich sehr wirklich machen, solange ich gegen sie Widerstand leiste oder gegen sie kämpfen will. Und dieses Lachen ist immer noch in mir. Ich bin dann morgens aufgewacht und dann spüre ich sehr deutlich, denke ich noch an die Situation voller Angst oder nicht? Nein, weg. Es ist immer noch dieses innere Lachen da. Es ist immer noch da. Die Angst hat keine Macht über dich. Und die Angst und die Vergangenheit und die Schuld hat keine Macht über dich und über mich. Wenn wir sie ganz genau anschauen, wenn wir sagen, hey, zeige dich, komm, jetzt, du darfst mit allem da sein, was du kannst mit allen Kanonen schießen, die du hast. Zeige dich mir vollständig. Schau mal, wo sie ist. Sie ist eine Illusion. Und was passiert dann, wenn wir uns der Angst entledigt haben? Dann tun wir das, was zu tun ist. Punkt. Wir entziehen uns dem nicht mehr. Wir tun das, was zu tun ist und das tun wir einfach in Frieden. Es ist so, wie es ist. Dies gibt es jetzt zu tun. Da wurde etwas verpasst. Und
Das wird nicht mehr in Angst getan oder in irgendeiner Art und Weise, oje, oje. Nein, es wird getan, was zu tun ist. Ja. Und noch einmal, es dauert nicht länger als eine Minute, dich von deiner Vergangenheit zu befreien, indem du ihr in die Augen schaust, indem du ihr sagst, zeige dich mir. Zeige dich mir. Und sie wird verschwinden und du wirst merken, dass du lachen kannst über etwas, was dich vorher im höchsten Maße bedrückt hat. Und für den Heiligen Geist ist es ein leichtes, da dieses endgültig in deinem Denken zu löschen, zu heilen, aufzuheben, hinweg zu pusten. Der heutige Leitgedanke ist eine vollständige und zutreffende Aussage über das, was du bist. Aus diesem Grund bist du das Licht der Welt. Aus diesem Grunde berief Gott dich zum Erlöser der Welt. Aus diesem Grunde erhofft der Sohn Gottes seine Erlösung von dir. Er wird durch das erlöst, was du bist. Wir wollen uns heute jede erdenkliche Mühe geben, zu dieser Wahrheit über dich zu gelangen und ganz zu begreifen, und sei es auch nur für einen Augenblick, dass es die Wahrheit ist. Die Liebe hat dich erschaffen wie sich selbst. Und deshalb bist du das Licht der Welt. Und wenn du der Angst nicht mehr erlaubst, in deinem Geist, in deinem Heiligen, in deinem Ewigen, in deinem Tempel der Seele Unruhe zu stiften, dann wirst du es kennen. Und diese Lektion wird dich hierin unterstützen. Und wenn du diesen Satz heute noch 1000 Mal wiederholst, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst, dann wirst du wieder einen großen Schritt in die große Erinnerung machen und erkennen, dass du vom großen Geist geliebt bist. Und das Licht deiner Seele wird vollständig durch dich hindurch scheinen und die ganze Welt erhellen, weil du es bist als Licht der Welt, das in der Lage ist, dieser Welt wieder Licht zu geben, weil du nicht mehr an die Kleinheit glaubst, sondern im Geiste Gottes zu deinem Erwachen findest. Du bist ewig geliebt.